Eine Panzergranate durchschlug auf eine Entfernung von 910 Meter 102 mm Panzerstahl. Eine technische Weiterentwicklung war nicht mehr möglich. Aufgrund ihrer ursprünglichen Bestimmung verfügte die Kanone nicht über eine Mündungsbremse. Die Bewaffnung des M10 erwies sich als zu schwach gegen die deutschen Panzer vom Typ Tiger und Panda. Deshalb wurde er auf dem europäischen Kriegsschauplatz einige Monate vor Kriegsende durch den stärker bewaffneten M36 Jackson ersetzt. Insgesamt wurden alle 106 Panzerjägerbataillon der US Army mit dem Fahrzeug ausgerüstet.